Am 15. Februar 2013 wurde die russische Stadt Tscheljabinsk von einem Meteoriten getroffen. Der Meteorit ist auf die russische Millionenstadt Tscheljabinsk im Ural zugerast. 1000 Personen resultaron heridas en este incidente que ha captado la atención global. Die Druckwelle richtete große Zerstörungen an. Hunderte Menschen wurden von Glassplittern verletzt. Mehrere tausend Gebäude nahmen Schaden. Sogar Mauern stürzten ein. Wie Wissenschaftler später herausfanden, maß der Meteorit etwa 20 Meter im Durchmesser und wog etwa 10.000 Tonnen. Durch das Weltall rasen aber noch ganz andere Brocken. 1908 explodierte ein etwa 40 Meter großer Eisenmeteorit über Sibirien. Er verwüstete eine Fläche von der Größe Washington DCs. Forscher, die Jahre später das Gebiet erkundeten, fanden Millionen Bäume, die wie Streichhölzer geknickt waren. Aber wie groß ist die Gefahr wirklich und wie können wir uns schützen? Asteroiden sind Brocken aus Stein oder Metall. Sie kreisen im sogenannten Asteroidengürtel um die Sonne. Der liegt zwischen Mars und Jupiter. Der Asteroidengürtel setzt sich zusammen aus Millionen von Steinen. Die meisten von ihnen sind sehr klein. Das ist Gretchen Benedix. Seit mehr als 30 Jahren forscht sie zu Asteroiden. Es gibt Millionen von ihnen. Sie sind klein und ihre Masse ist zusammengenommen kleiner als die des Mondes. Genau wie Planeten entstanden sie vor Milliarden Jahren aus kosmischem Staub. Sie sind aber viel kleiner und haben deshalb keine Atmosphäre. Hier ein paar Definitionen. Asteroiden sind also Gesteinsbrocken im All. Wenn sie in die Atmosphäre eindringen, heißen sie Meteore. Auf der Erde angekommen, werden sie wiederum Meteoriten genannt. Um Gefahren zu erkennen, beobachten Weltraumorganisationen wie NASA und ESA das All. Überall auf der Welt haben wir Observatorien mit Teleskopen, mit denen beobachten wir den Nachthimmel. Das ist Elena Adams. Sie ist Systemingenieurin an der Johns Hopkins Universität. Jede Nacht betrachtet man die gleichen Stellen und sucht Objekte, die sich bewegt haben und die keine Sterne sind. Anhand der Geschwindigkeit und der Helligkeit berechnen die Forscherinnen und Forscher die Umlaufbahn der Asteroiden. So können sie feststellen, welche der Erde gefährlich werden können. Das ist gar nicht so einfach. Zur Erinnerung, Asteroiden sind oft nicht besonders groß. Und sie sind nur dann sichtbar, wenn sie von der Sonne angestrahlt werden. In der Nacht sind sie dann als leuchtende Punkte zu erkennen. Wenn sie aber aus Richtung der Sonne zur Erde fliegen, sind sie fast unsichtbar. Es ist, als ob man von Scheinwerfern geblendet wird. Am besten erkennt man sie eigentlich im Infrarotbereich. Auf der Erde haben wir keine Infrarotteleskope, deshalb macht man das am besten aus dem Weltall. Man schaut im All herum und sucht mit der Infrarottechnologie nach dunklen Objekten, die leuchten. Und es gibt ein weiteres Problem. Die Asteroiden können ihre Flugbahn ändern, zum Beispiel wegen der Gravitation anderer Himmelskörper. Es gibt so viele sich bewegende Himmelskörper. Die Erde bewegt sich in einem Orbit genau wie alles andere. Alles interagiert miteinander. Und so kommt es zu diesem Eiern. Bislang haben Forscher fast 30.000 Asteroiden entdeckt, deren Flugbahn sich mit der der Erde kreuzen. Etwa 2.200 von ihnen gelten als potenziell gefährlich. Weil sie größer als 140 Meter sind, können sie auf der Erde großen Schaden anrichten. Bei dieser Explosion wurden 500 Tonnen TNT gezündet. Die Auswirkungen sind verheerend. Aber nichts im Vergleich zu einem 20 Meter großen Asteroiden. Hier wird die Energie von 500.000 Tonnen TNT frei.
Ein Asteroid dieser Größe würde eine noch größere Explosion verursachen, vergleichbar mit 300 Millionen Tonnen TNT. Das würde reichen, eine große Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Asteroiden mit einem Durchmesser von 10 Kilometern nennen die Wissenschaftler Global Killer. Wenn sie die Erde treffen, wird die Energie von 100 Millionen Megatonnen TNT frei. Die Folgen wären überall auf der Erde zu spüren. Es ist nicht nur theoretisch eine Bedrohung. Vor 66 Millionen Jahren stürzte genau so ein Asteroid auf die mexikanische Halbinsel. Der Einschlag wirbelte so viel Staub auf, dass sich das Klima änderte und in der Folge die Dinosaurier ausstarben. Asteroiden können also große Zerstörungen anrichten. Abhängig von der Größe des Asteroiden würde eine Schockwelle entstehen, die sich sehr weit verbreiten kann. 70% der Erde ist von Wasser bedeckt. Es ist also wahrscheinlich, dass ein Asteroid ins Meer stürzt. Die größte Gefahr ist dann, dass ein Tsunami entsteht. Dabei ist es gar nicht wichtig, ob der Gesteinsbrocken auf der Erde aufschlägt oder in der Atmosphäre zerbricht. Die Folgen wären genauso schlimm. Weltraumagenturen wie NASA und ESA haben deshalb Abwehrzentren eingerichtet. Welche Strategien gibt es, die Asteroiden zu stoppen? Entscheidend ist, wann er entdeckt wird. Mit einem Vorlauf von einem Jahr oder weniger bliebe nur, die berechnete Absturzstelle zu evakuieren. Wird der Asteroid aber mehr als 3 Jahre vor dem Einschlag entdeckt, hätten die Weltraumagenturen genug Zeit zur Vorbereitung. Bei einem kleineren Exemplar könnten sie versuchen, die Flugbahn zu ändern. Ein paar Zentimeter könnten ausreichen. Bei den Flugbahnen führt eine kleine Abweichung hier zu einer großen Abweichung dort drüben. Wenn man also genug Vorlauf hat für so eine kleine Änderung, könnte das einen großen Effekt haben. Derzeit laufen mehrere Versuche. NASA und ESA haben Satelliten zu einem Asteroiden namens Didymos geschickt. Er wird von einem kleinen Mond namens Dimorphos umkreist. Geplant ist, dass ein Satellit mit dem Mond kollidiert und so seine Umlaufbahn ändert. Man schießt ihn auf den Mond des größeren Asteroiden. Im Wesentlichen ist das wie ein kleiner Stups. Und so ändern wir den Orbit um den größeren Asteroiden. Wir bremsen ihn und deshalb fällt er in eine engere Umlaufbahn. Übrigens, beide Asteroiden stellen keine Gefahr für die Erde dar. Aber die Erkenntnisse, die hier gewonnen werden, können helfen, im Ernstfall die Erde zu schützen. Auch ein sogenannter Gravitationstraktor wäre denkbar. Ein kleines Raumschiff zum Beispiel könnte mit seiner Anziehungskraft die Flugbahn des Asteroiden ändern. Das würde aber nur bei kleineren Brocken funktionieren. Sobald ein größerer mit mehr als 400 Metern Durchmesser auf die Erde zurast, müsste man auf einen nuklearen Sprengsatz zurückgreifen. Und nein, es würde nicht ablaufen, wie es oft in Hollywood-Filmen gezeigt wird. Nein, das ist keine gute Idee. So bekommt man nur viele kleinere Bruchstücke, die auf dem gleichen Weg Richtung Erde fliegen. Und man wird auch nicht auf Bruce Willis zurückgreifen, sondern man würde einen nuklearen Sprengsatz in der Nähe des Asteroiden zur Explosion bringen. Man benutzt also nur die Schockwelle und die drängt den Asteroiden ab. Sie zerstört ihn nicht, aber er wird die Erde nicht treffen. Es gibt noch andere Ideen, die aber noch nicht getestet wurden. Ein riesiger Laser zum Beispiel könnte Rückstöße verursachen. Eine andere Idee ist, einen Teil des Asteroiden einzufärben. Die Sonne könnte die Fläche aufheizen und so die Flugbahn des Asteroiden ändern. Es ist sehr schwierig, aber es könnte zu einer Ablenkung führen. Man müsste schauen, ob man die richtige Farbe erwischt hat. Und man bräuchte sehr viel Zeit. Es ist eine Möglichkeit, aber keine vielversprechende. Die gute Nachricht zum Schluss.
Für die nächsten 100 Jahre sind wir sicher. Die Wissenschaftler haben bislang nur kleinere Asteroiden identifiziert, die auf die Erde zurasen. Die meisten werden als Sternschnuppen in der Atmosphäre verglühen. Hoffen wir, dass auch in Zukunft keine größeren Brocken hinterherkommen.